Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aura PvP. Und warum sage ich neue Folge? Zur ersten Folge von mir Minecraft Aura PvP. Und ihr fragt euch jetzt, warum Aura PvP? Und ja, das Ganze hat die Begründung, dass ja heute eigentlich die 100. Upsala, Entschuldigung, Folge Bed Wars drankommt. Jedoch habe ich ein Problem. Mein PC, also ich habe das Video gerendert. Das Video war bei 90%, es hat 10 Stunden gedauert, ja. Also ihr werdet jetzt schon ungefähr erahnen können, was das für ein Special wird. Dann bin ich gerade rangegangen, habe halt schön, wollte schön die letzten 10% abwarten. Und was bemerke ich dann? Also was passiert dann? Ja, mein PC ist abgeschmiert, System Crash, dies, das. Absolute Horrorvorstellungen. Und Entschuldigung. Und den habe ich dann auch erstmal nicht mehr angekriegt. So, jetzt circa eine halbe Stunde später ist er wieder an am Laufen. Okay, hier ist noch ein Fehler. Ja, also wie ihr seht, es funktioniert. Oh Gott. Bum, bum, bum. Ja, wie geht das weg? Danke. Es funktioniert noch nicht alles wieder so, wie es soll. Irgendwie ist irgendwas kaputt gegangen. Das kann ich im Moment noch nicht reparieren, glaube ich. Ich bin froh, dass Minecraft noch funktioniert, dass ich noch alle Dateien habe, dass ich nicht mein PC neu aufsetzen muss. Davor hat es mir gegraut. Und ja, deswegen dachte ich mir jetzt einfach mal, kann man ja mal eine kleine gechillte Runde auch an PvP bringen. Hat der Flo ja sowieso schon Ewigkeiten nicht mehr getan. Und warum soll ich das nicht mal versuchen? Bed Wars wollte ich nicht machen, weil ich ja eben erst das 100 Abonnenten, ach, das 100 Abonnenten Special, das 100 Folgen Special machen will. Und da gebe ich mir dann aber auch noch mehr Mühe mit, dass ich das dann, oh, ich habe einen getötet, dass ich das dann morgen für euch bringen kann. Hupsala, da hat mich aber einer weit weggehetet, du. Kann ich mal, danke. Ne, stopp, jetzt kurze Break, bitte, kurze Break, ja. Dankeschön. Du bist echt großzügig, dass du. Ich dachte gerade, ich hätte Sachen aufgesammelt. Schade. Er gönnt sich schon hier seinen Goldapfel. Das ist auf jeden Fall nicht so praktisch, mich das wissen zu lassen. Weil solchen Leuten gegenüber bin ich schon immer ziemlich aggressiv dann. Ich prüfe mal ein bisschen auf die einen. Aber der hat sich natürlich mittlerweile schon wieder hochge. Hielt wie sonst was. Na, ich möchte doch gerne da hinten rausschubsen. Eigentlich witzig. Ja, komm. Ich möchte doch gerne schon hier rauskriegen. Los. Sei ein braver Junge. Ja, jetzt hast du mich hier. Achso, wir spielen übrigens mal mit Shader. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Ich habe das jetzt mal bei Aura reingemacht. Ich könnte natürlich auch. Moment einmal. Let's go. Ab der. Oh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Egal, dann sind wir immerhin hier drauf. Entschuldigung. Wir könnten natürlich auch was Dickes reinhauen, nämlich den hier. Zack. Warum mache ich den eigentlich nicht rein? Ich habe sogar das Gefühl, dass es bei dem noch ein bisschen flüssiger läuft. Und außerdem sieht der viel schönere aus. Okay. Okay, da bin ich erstmal runtergefallen. Spinnt alles noch ein bisschen. Alter, ich habe echt Hustenanfälle. Spinnt alles noch. So. Okay. Ja, das ist der Zeus Shader jetzt. Vorher hatte ich den Rudo. What the fuck? Damit habe ich jetzt komischerweise irgendwie nicht gerechnet. Hi. Wo zur Hölle bin ich? Beim guten Dealer immer in der Bude. Ja gut, da habe ich jetzt erstmal ein paar Enderperlen verschwendet, kann man so sagen. Ich will ihn jetzt ein bisschen austricksen. Komm hier hoch, Bruder. Komm hier hoch, Bruder. Oh, Alter, das ist ein Team. Ah, ein bisschen nicht so nett, ne? Okay. Ja, keine Ahnung. Das hebe ich mir dann zum Schluss auf. Ich muss die Folge auch nicht gewinnen. Ich will einfach nur ein wenig reden mit euch. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass mal kein Bed Wars kommt, sondern ein anderes Video von mir. Wie lange ist das bitte schön her? Aber ich will mich eh an ein anderes Spiel wagen. Also es kommt ja jetzt Ende März GTA raus.
Ah, vielleicht will ich auch noch vorher was anderes machen für einen Monat oder so. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ach, ich habe Speed. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so schnell bin. Alter, mit dem Shader und diesen schnellen Bewegungen, da kriege ich echt Krebs, ey. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich möchte nicht den Mainstream-Shit spielen, den jetzt alle spielen. Dieses zum Beispiel Creative, irgendwie sowas. Sowas möchte ich nicht spielen. Das finde ich nicht so toll. Das finde ich nicht so düfte. Mann, der geht mir jetzt echt auf den Sack, ey. Kann der mal aufhören, mir nachzugehen? Sonst muss ich den leider töten. Machen Abgang. Hi. Hallo. Ja, super optimal. Ja, egal, immerhin hat er mal kurz hier Bescheid gekriegt, wer der Barbo ist. Ja. Ich will das einfach gerne nutzen, um ein bisschen mit euch zu reden. Achso, ich war dabei. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das hoffe ich immer noch. Aber eigentlich muss ich mich auch nicht rechtfertigen. Egal. Ich sag's euch jetzt einfach nochmal. Das ist, weil mein PC abgeschmiert ist beim 100. Part von Bed Wars. Den bringe ich dann aber hoffentlich morgen. Ich versuche es mit aller Kraft zu schaffen. Ich hatte. Oh, krieg ich den? Ich hatte wirklich schon richtig viel Angst. Nee, habe ich nicht. Ich hatte schon richtig viel Angst, dass meine ganzen Aufnahmen dafür gelöscht werden, dass alles gelöscht wird. Oder dass ich meinen PC noch schon mal neu aufsetze. Oh mein Gott. Alter. Okay, ich bin tot, Leute. Ja, egal. Dann können wir nochmal in die nächste Runde reingehen. Schub. Ich brauche ja jetzt keine. Ich muss ja jetzt nicht auf Gute achten. Spielen wir nochmal Aura Plus? Ja. Ach, jetzt bin ich in so eine Leere. Bin ich runtergegangen. Da. Ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, ihr versteht das. Ihr müsst es halt annehmen. Es ist halt einfach so. Zum Beispiel Optifine habe ich jetzt gerade auch nicht drauf. Ich drücke schon meine Optifine-Taste, aber es passiert nichts. Deswegen habe ich hier erstmal nur den Shader. Weil ich habe gerade halt dieses Profil in Minecraft mit Optifine gespielt, als mein PC abgeschmiert. Also hatte ich nebenbei offen. Und irgendwie hat sich dann Minecraft anscheinend gedacht, nee, dein PC ist gerade abgestürzt. Du darfst dieses Profil jetzt nicht mehr starten. Aber es war halt kein normaler Abschluss, es war irgendein Systemfehler. Direkt alles, höchste Warnstufe an meinem PC. Und die Starthilfe hat es leider auch nicht hingekriegt, musste ich manuell reparieren. Habe ich aber hinbekommen. Torben, Superman, ja. Das war ein Fehler im System. Da musste ich mal kurz mit der Starthilfe ein bisschen rumtricksen und der ein bisschen helfen. Ist alles gelöst. Das Video des Bad Wars Part 100 kommt deswegen morgen. Also ich versuche es bis morgen zu schaffen, aber ich denke, ich schaffe es bis morgen. Boah, Alter, mein Husten geht mir gerade aber auch auf den Sack. Aber erstmal bin ich halt, wie gesagt, froh, dass ich meinen PC nicht neu aufsetzen muss oder ähnliches. Oder dass irgendwelche Daten verloren gegangen sind, irgendwelche Programme. Das wäre absolut scheiße gewesen, weil dann hätte ich erstmal Aufnahmepause machen müssen. Und boah, jetzt kann ich euch immerhin hier das schnieke kleine Video bringen, in dem ich euch sage, dass es eben so war mit dem 100. Part Bad Wars. Und ja, da bin ich ein bisschen glücklich drüber. Zumindest bin ich froh, dass, wie gesagt, alles beim Alten ist, nur ohne Bad Wars Part 100. Obwohl mir das natürlich auch ziemlich auf den Sack geht, dass ich den sehr, sehr lange rendern habe lassen. Und ach man, ich wollte doch lang gehen, jetzt muss ich einen anderen Weg suchen. Aber hinter mir ist auch keiner, alles klar. Weil ich habe den halt, wie gesagt, sehr, sehr lange rendern lassen und dann gibt der mir halt nicht das, was ich erhofft habe. Aber egal, dann mache ich das nochmal. Ist kein Problem, mache ich gerne für euch, Leute. Mache ich gerne. Werde ich mir gleich nochmal viel Mühe beim Schneiden geben und den über Nacht rendern lassen. Dann sehe ich bestimmt morgen, dass wieder irgendein Systemcrash war. Dann raste ich komplett aus. Mal gucken, können wir ihn vielleicht ein bisschen austricksen? Nee. Also, Shader sind ja eigentlich, wie gesagt, überhaupt nicht geeignet für PvP. Aber ich dachte mir einfach mal, gönnst du dir einfach mal. Einfach damit schick aussieht, wenn du so ein
da wollte er mich ein bisschen austricksen. Lol, er hat die Enderperle direkt vor mich geworfen. Das war mein Handy im Hintergrund. Okay, er wirft sich erstmal wieder nach da. Aber hier ist der schnieke alte Drachen im Weg, okay. Ja, wirf mich mit Schneebällen ab. Das bringt es definitiv. Okay. Lol, mein Schatten in der Wasserspiegelung. Ist natürlich amazing. What the fuck? Nee, die kommt nicht. Oh, okay, Leute, wir sind wieder tot. Oh, holy shit. Torm, amazing Wurf. Scheiß Zäun, ey. Könnt mich mal... Mein Gott, jetzt hör doch mal auf, mich immer zu schlagen. Alter, wie viele Enderperlen willst du dafür verschwenden? Ich habe fast volle Leben. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Jetzt kommen sie alle, weißt du, es geht mir schon wieder auf den Sack. Ich verziehe mich mal ganz kurz. Mach mal kurz einen gekonnten Abgang. Und lass den anderen da mal den Vorzug. Wir locken mal wieder Leute in unsere übliche Lava-Falle. So, wir lassen jetzt nämlich einen hier hinkommen. Zum Beispiel den da, den Tiger Boy HD. Okay, dann halt nicht. Weil dann hätte ich ihn da hinten in diese... Ach, ich habe ja gar keinen Optifine. In diese wunderschöne Lava hier geschlagen. Wo ist sie hell? Oh. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Boah, die ist so hell. Oh Mann, ich wollte ihn in die Lava boxen, aber egal. Dann boxe ich ihn da jetzt rein. Komm. Ach Mann, er hat die Enderperle benutzt. Was ein, Low. Das ist ja richtig low. Hm. Ja. Mann, es tut mir echt leid. Weil, keine Ahnung. Aber wie gesagt, schreibt mir mal andere Spiele bitte in die Kommentare. Ich könnte theoretisch, wenn ihr das wollt, auch nochmal eine, ich sag mal, zweite Staffel von The Forest starten, wenn ihr darauf Bock hättet. Das Spiel hat, da haben sich ja viele Sachen geändert. Das letzte Mal habe ich das auch wirklich angerührt, bei der letzten Aufnahme. Deswegen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir da gerne mal schreiben, ob ihr das haben wollt. Ich kann das natürlich gerne mal wieder anpacken und mal gucken, ob wir da irgendwas gerissen kriegen. Obwohl ich auch wirklich gerne was komplett neu spielen möchte. GTA kommt bald raus, weiß ich. Werde ich auf jeden Fall let's playen, also ganz sicher. Ach, wieder ein Team, ist ja spitzenmäßig. Und warum kriegt der keinen Knockback, bitte? Ohne Knockback ist das Spiel ein bisschen witzlos. Ja, ich fliege über die halbe Map und die kriegen nichts. Okay, doch, sie kriegen. Alles gut. Oh Gott, jetzt leckt sie aber gerade kurz ein bisschen, wenn so viele Gegenstände, Items kaputt gehen. Mann, okay, gib mir eine Break. Da hinten gibt mir zu dicke Party ab. Okay, ich dachte mir, ich verfolgt einer. Dann hätte ich ihm jetzt einen dicken Creeper in den Weg gesetzt, aber dem ist anscheinend nicht so. So. So, ich möchte das Video. Boah, geht mir erst auf den Sack. Ich möchte das Video auch langsam mal beenden, weil das nicht allzu lange dauern soll. Weil das ja morgen kommen soll. Dieser kleine schnuckelige Bad Wars Ersatz. Und ja, Bad Wars Part 100 kommt dann halt morgen. Ach man. Ich frag mich, wie das passieren konnte. Mein schnuckeliger PC hat sowas noch nie gemacht. Hat mich noch nie enttäuscht. Nur Sony Vegas hat mich schon mal enttäuscht, aber daran liegt es ja diesmal nicht. Mann, Tiger Boy HD, jetzt geh doch mal bitte. Und du auch, scheiß Plexcrafter HD XYLP unterstrich TV. So, ich würde jetzt gerne hier hoch. Okay. Er versucht jetzt natürlich wie ein cooler Boy anzukommen. Und 3, 2, 1, go.
Da hat er ordentlich kassiert. Ordentlich wurde er gedamaged. Oh mein Gott, tschüss. Amazing. Okay, der eine ist da oben. Ich frag mich nur, wo der Tiger Boy HD drin ist. Der ist tot. Sehr schön. Einen vom Team auseinandergenommen. Zweiter fällt gerade auch runter. Wirft die Enderperle, aber die trifft. Ja, hat er nochmal Glück gehabt. Erstmal natürlich den Nichtskönner-Team. Das ist ein... Warte, ihr müsst den Hashtag... Ich muss natürlich hier den Hashtag rausbringen. Hashtag Nichtskönner-Team. So. Jetzt haben wir den Hashtag Nichtskönner-Team rausgebracht. Also benutzt den bitte, wenn ihr Bock habt. Jetzt will The Pix Crafter Arena, weil alleine kann er nämlich nichts mehr. Und da hofft er jetzt einfach. Willkommen zurück in Aura. Willkommenskiste von Justin. Also das war wahrscheinlich, als Unge die Longboard-Tour gemacht hat. What the fuck? Hätte ich jetzt mal aufgefallen. Ich sehe da oben halt nur, dass da einer rumsteht. Das war wahrscheinlich, als Unge die Longboard-Tour gemacht hat, von Pixel Wolf hat er das bekommen. Schätze ich einfach mal. Hab ich nicht mehr in Erinnerung. Muss ich sagen. So, den da oben würde ich mir schon gerne holen. Enderperle zu erscheinen habe ich jedoch keinen Bock. Das ist der Keksentyp. Das heißt, da noch den Teamer mit. Und Surprise. Doch nicht Surprise. Wie kommt man hier weiter hoch? Ah, hier. Er schreibt Arena, ihr Angsthasen. Und er war der Teamer. Aber lassen wir das mal. Braucht man, finde ich. Aua. Bitte nicht wehtun. Oho. Das war knipp. Aber der Kekse 2001 hat auch überlebt. Komm, calm down, calm down. Komm. Oh, das war natürlich ein guter Wurf. Oh, jetzt kommt der Nichtskönner. Scheiß Teamer hier. Warum sprinte ich manchmal nicht? Warum ist manchmal meine Sprint-Taste ein bisschen im Eimer? Hm? Meine gute Steuerung-Taste. Also die ist nicht im Eimer, aber die reagiert. Hat gerade irgendwie... Oh Gott, die ging aber meilenweit zu hoch. Oh, ich bin tot. Doch nicht. Huh. Immer in letzter Sekunde kommt noch die Rettung bei mir. Okay. Kekse. Ach, Pix... The Pix Crafter und ich sind damit im Finale. Jetzt ist natürlich wieder alles offen. Aber gerade war ein Teamer und ich hasse Teamer. In Aura. Wenn, dann aus dem Weg gehen, aber nicht beide zusammen ohne Schlagen auf irgendeinen Spieler drauf. Das finde ich absolut uncool. Man sollte auch manchmal ein bisschen dann mal seinen eigenen Skill ausleben irgendwie. Und ich spiele mit Shader und mache den wahrscheinlich gerade richtig fertig. So. Also zumindest habe ich einen aus dem Team gekriegt. Ja, Creeper hier am Arsch. Das funktioniert leider nicht so. Da musst du schon wie ich eben mal kurz einen guten Moment finden und zack. Na komm, ich habe noch Speed, du auch, weiß ich. Wusste ich von Anfang an, ne? Mann, manchmal funktioniert es noch irgendwie nicht so, dieses drumherum kreisen, wenn wir das beide machen. Aua, hör mal auf mich zu boxen. Was machen wir? So, komm. Boah, das ist schon 20 Minuten lang. Das ist echt ein guter Ersatz für Bad Wars, glaube ich. 20 Minuten lang meine Stimme im Ohr, das muss echt wunderbar sein. Bei so einem ekligen Spielmodi hier. Spielmodus heißt das. Spielmodi ist die. Oh Gott, bin ich langsam jetzt. Spielmodus ist natürlich die Mehrzahl, das wusste ich. Also, das weiß ich wirklich. Aber ich benutze das immer falsch eigentlich. Weil ich finde, Spielmodi hört sich viel professioneller an. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja, box mich halt. Und tschüss. Und tschüss. Und jetzt hängt ihr da im Baum drin. Das ist bekanntermaßen suboptimal.
Der ist jetzt komplett da im Baum drin. Alles klar. What the fuck? Ja, geil jetzt natürlich. Das ist suboptimal. Ja, wir kriegen den auch nicht mehr raus. Ich bin dafür, dass er leftet. Von oben kann ich mal versuchen. Gut, ne? Wenn man hier erstmal hochkommt. Ja, ich weiß, dass du nicht rauskommst. Ich versuche dir zu helfen. Du hängst aber auch mitten im Laub drin. Ja, jetzt, wenn ich dich töten soll, dann bleib da drin. Bleib in meiner Hitbox. So. Okay, jetzt kriegen wir ihn halt so down. Hoffe ich mal. Das macht der Theater. Spam. Nee, Spam Enderperlen. Komm, mach. Durch das Laub, durch hier drauf. Mach durch das Laub. Try it, mein Freund. Komm schon. You're gonna make this. Shit real. Okay, er kann echt nichts mehr machen. Geilomatico. What the fuck? Oh Gott. Ich war in dem hässlichen Baum drin. Ich möchte aber da unten rein. Okay, jetzt hänge ich über. Ja, klug. Schlag mich erstmal wieder aus deinem hässlichen Baum raus. Damit ich auch hundertprozentig dich da nicht rausholen kann. Ja, geil. Mann. Ach, fick dich doch. Dann hast du halt dein Scheißspiel gewonnen, weißt du? Interessiert mich ein Dreck. Ich renne jetzt einfach weg und lass ihn da alleine. Ich will ihn eigentlich nicht sein Spiel gewinnen lassen, weil er ein freaking Teamer ist. Du hast gewonnen. Ja, weiß ich doch. Boom. Ich hab gewonnen, Leute. Ich hab gewonnen. Ja, toll, toll. Nee, aber den hätte ich auch so fertig gemacht. Locker Ease hätte ich den fertig gemacht. Wisst ihr doch. Gar kein Problem. Ja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst da trotzdem ein Like da. Das Video Bed Wars Part 100 kommt hoffentlich morgen. Ihr wisst, aus welchem Grund noch immer. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei Bed Wars Part 100. Abonniert, um nichts zu verpassen. Haut rein und ciao.